Ich kann nicht, es stimmt nicht, wenn junge Leute, die einfach zusammenkommen, nicht das Sakrament, nicht im sakramentalen Sinne heiraten oder zusammenkommen. Das ist nicht Liebe, denn das ist gegen Gott. Ich führe den anderen zur Hölle, weil ich etwas tue, was Gott nicht will. Ist das Liebe? Nein. Gott hat uns... Ich bin ein Beispiel. Es war einmal ein junger Bursche, und er wollte Bäcker werden. Aber der Vater sagte nein. Ich führe ja ein Geschäft, ein größeres Geschäft, also von mir, aus einer Firma, und du sollst mal das übernehmen. Also du wirst Kaufmann lernen, und damit du das kannst übernehmen. Der Junge musste natürlich gehorchen. Aber im Herzen war er einfach Bäcker, Bäcker. Er hat aber gehorcht und hat dann später auch die Firma übernommen vom Vater. Eines Tages, viel später, Jahre drauf, musste er irgendwo hin, einen Vertrag erfüllen und irgendwas neu aufbauen. Und es gab lange Gespräche. Und am Abend dann, es war schon dunkel, war es dann fertig und dann musste er einfach an die frische Luft. Der spazierte so im Dunkeln der Straße entlang und dann sah er dort irgendwo, wie so ein großer Lichtschein in das Dunkel hinein, da war eine Tür offen. Und dann ging er da hin und schaute hinein, wer ist denn und nachts 4 Uhr oder 3 Uhr noch da drin. Und da sah aber niemand, aber es war eine Backstube. Und auf einem Tisch ist noch ein richtiger Teig da gewesen. Und jetzt übernahm es den Jungen. Respektive den Mann jetzt. Das, was er früher einfach auf die Seite geschoben hat, loderte auf und er konnte nicht anders. Er ging einfach hinein, packte den Ding und fing an zu kneten und machen. Wer denn da so dran ist, kommt der Meister von dieser Bäckerei dazu und sagt, was tun Sie denn da? Was ist mit Ihnen los? Raus, ihr seid nicht angestellt. Da sagt er, ja, wissen Sie, ist ja so schön, ich habe mir das immer wieder erträumt und so ist so schön, hat der Bäcker, das brauchst du mir nicht zu sagen, ich bin ja Bäcker, ich weiß. Dasselbe war es bei Gott. Da kam jemand, lagen aufeinander, auf dem Kanapé, auf dem Divan, oder wie sagt ihr denn? Und da kam Gott, sie liebten sich, dann kam Gott dazu und sagt mal, was tut ihr da? Was kommt da in den Sinn? Ihr seid doch, na, das geht doch nicht. Und da sagen die zwei, ja, weiß lieber, es ist so schön, es ist so fantastisch, herrlich. Sagt Gott, das braucht ihr mir nicht zu sagen. Ich habe das gemacht, was ihr da tut. Ich habe euch das gemacht, aber ihr seid von mir noch nicht angestellt dazu. Durch das Sakrament. Warum habe ich denn ein Sakrament daraus gemacht? Und so geht das immer wieder und